Ich dachte, ich zeige euch heute mal meine Sephora-Einkäufe. Entschuldigt das etwas improvisierte Setup. Ich sitze auf dem Boden und das Licht ist auch nicht sonderlich gut. Und im Hintergrund schauen meine Mitbewohnerinnen einen Thanksgiving-Film. Deswegen ist es vermutlich im Hintergrund mega laut. Es haben sich super viele von euch gewünscht, dass ich mal meine Sephora-Einkäufe zeige. Vor allen Dingen, nachdem ich in einem der letzten Vlogs auch bei Sephora so ein bisschen gefilmt habe. Also falls euch interessiert, wie es bei Sephora so aussieht hier in den USA, dann verlinke ich euch den Vlog nochmal in der Infobox. Ich habe auch einen Blogpost gemacht mit Shopping-Tipps und meinen Top-Picks sozusagen, also mit den Sachen, die ich mir an eurer Stelle auf jeden Fall angucken würde, wenn ich mal in den USA bei Sephora bin. Aber das sind auch nur so meine persönlichen Meinungen. Aber falls euch das interessiert, dann schaut einfach mal in der Infobox vorbei. Den Blogpost verlinke ich auch. Aber jetzt zeige ich euch erstmal alle Sachen, die ich gekauft habe. Ich gehe mal chronologisch vor und fange mit der Sache an, die ich als allererstes eingekauft habe. Und zwar war das so ein Miniset von Becca. Ich habe in dem Blogpost auch schon erwähnt, dass es hier sehr viele Reisegrößen gibt und sehr viele so Ausprobiergrößen und Minis. Und das ist immer so für mich der schlimmste Moment, wenn man schon an der Kasse steht und eigentlich nur noch bezahlen will und dann sieht, dass es von allen möglichen Produkten Minigrößen gibt. Aber gerade bei so Produkten wie Highlighter oder Blushes, die braucht man meistens eh nicht wirklich auf in der Full Size. Deswegen fand ich das da ganz praktisch. Ich habe mich für die Farbe Opal entschieden, weil Yamina mir die empfohlen hat. Sie meinte, das ist ihre liebste Farbe und ich bin sehr glücklich darüber. Ich finde die Farbe wunderschön und den habe ich, seit ich ihn habe, auch fast täglich getragen. Allerdings fast nur in der festen Version, also die flüssige Version ist irgendwie nicht ganz so mein Ding, aber den kann ich auf jeden Fall empfehlen, der ist wunderschön und auch alle anderen Farben von Becca bei den Highlightern sind wirklich umwerfend, also da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, falls ihr mal bei Sephora seid. Ich mache mal weiter mit den Reise- und Mini-Größen. Ich habe auch ein Mini mitgenommen von einem Bronzer und zwar vom Benefit Hoola Bronzer. Der ist ja sehr beliebt, der wurde von so vielen Leuten schon empfohlen und deswegen dachte ich mir, ich will den mal ausprobieren und irgendwie konnte ich bei diesem Mini einfach nicht widerstehen. Ich meine, wie süß sieht das bitte aus? Viele benutzen den ja zum Konturieren. Mir ist dafür persönlich ein bisschen zu warm. Also da mag ich kühlere Produkte lieber. Aber als Bronzer finde ich ihn gut. Ist eine schöne matte Alternative zum Nourish Laguna Bronzer, der ja Schimmer enthält. Also falls ihr eher was Mattes sucht, ist der vielleicht was für euch. Und ich konnte einfach diese Mini-Größe nicht da lassen. Eine weitere Mini-Größe, die ich mitgenommen habe, war von Makeup Forever, das Mist and Fix Spray. Das hat auch Yamina empfohlen, beziehungsweise sie hat mir, als sie hier war, gesagt, dass das Setting Spray ist, was sie immer benutzt. Ich benutze ja sonst immer von Urban Decay das All-Nighter Spray und bin damit auch eigentlich zufrieden. Aber ich dachte mir, ich will einfach mal was anderes probieren. Eine Sache, die schon ewig auf meiner Wunschliste stand, war der Too Faced Hangover X Replenishing Face Primer. Der wurde von so vielen YouTubern, die ich sehr gerne schaue, empfohlen und alle waren total begeistert, deswegen dachte ich mir, den muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ich mag gerne Primer, die nicht so silikonig sind. Also ich mag dieses silikonige Gefühl auf der Haut nicht so gerne und der ist silikonfrei, deswegen wollte ich den gerne ausprobieren. Auf jeden Fall mag ich ihn gerne. Ich finde nur ein bisschen merkwürdig auch hier den Geruch, denn der riecht ganz krass nach Kokosnuss. Also da ist auch irgendwie Kokosnusswasser oder sowas drin, aber damit habe ich einfach im ersten Moment nicht gerechnet. Es riecht jetzt eigentlich nicht schlecht, nur ich war irgendwie so ein bisschen verwundert im ersten Moment. Aber abgesehen davon mag ich das Produkt wirklich sehr, sehr gerne. Dann habe ich zwei Concealer gekauft. Einen habe ich nachgekauft, weil ich den aus irgendeinem Grund nicht mitgenommen habe und den habe ich hier so sehr vermisst, dass ich ihn dann einfach nochmal neu kaufen musste. Und zwar den Urban Decay Naked Skin Concealer, von dem habe ich ja schon so oft geredet. Und das ist mein liebster Concealer. Und ich kann euch nicht sagen, warum ich den nicht mitgenommen habe. Ich glaube, weil ich dachte, dass der mir zu hell ist, weil ich ja im Sommer sozusagen noch losgereist bin oder als ich noch ein bisschen mehr Farbe im Gesicht hatte. Aber nach wenigen Wochen hier habe ich den sehr, sehr vermisst und bin deswegen froh, dass ich ihn hier nachkaufen konnte. Und dann habe ich noch einen neuen Concealer ausprobiert, einfach weil ich über den schon so viel gehört habe und den mal testen wollte. Das ist von Estée Lauder. Spricht man das Estée Lauder aus oder Estée Lauder? Auf jeden Fall ist das der Double Wear Concealer. Ist meiner Meinung nach sehr, sehr ähnlich zu dem Urban Decay Naked Skin Concealer. Der ist ein bisschen leichter vielleicht von der Konsistenz her. Und der hat eine etwas höhere Deckkraft meiner Meinung nach. Aber ansonsten finde ich, nehmen die sich eigentlich gar nicht so viel. Dann habe ich noch eine weitere Sache nachgekauft, die ich eigentlich in Deutschland schon hatte. Aber ich dachte in einer anderen Farbe. Und zwar den Brow Wiz von Anastasia. Ich dachte, ich hätte den in Deutschland in Taupe. Habe ihn mir jetzt hier in der dunkelsten Farbe nachgekauft, weil ich ja eigentlich meine Brauen sehr, sehr dunkel mag. Dann habe ich realisiert, beziehungsweise dann hat Leo mir gesagt, dass meiner doch in der dunkelsten Farbe war. Also keine Ahnung, was da in meinem Kopf vorging. Bisschen bescheuert, aber ich mag das Produkt sehr gerne. Benutze ich auch fast täglich, deswegen ist es nicht so schlimm, weil ich relativ sicher bin, dass ich beide irgendwann leer kriegen werde. Aber ja, den habe ich jetzt irgendwie doppelt. Dann mache ich mal weiter mit Lippenprodukten. Ich habe zwei Liquid Lipsticks mitgenommen von verschiedenen Marken. Einmal von Stila, weil die auch von sehr vielen Leuten empfohlen wurden, die ich gerne auf YouTube schaue. Das ist die Farbe Caramello. Die hat Hello October immer wieder in vielen Videos in die Kamera gehalten bzw. getragen und an ihr sah die immer sehr, sehr schön aus. Aber ich bin nicht so ganz sicher, ob mir der wirklich an mir so gut gefällt. Ich finde, er lässt mich ein bisschen fahl und krank aussehen. Vom Tragegefühl und vom Auftrag her ist der der Wahnsinn. Also den mag ich sehr, sehr gerne. Nur bei der Farbe bin ich nicht so ganz sicher, ob mir das wirklich so gut steht. Und dann habe ich noch von Anastasia einen Liquid Lipstick mitgenommen in einer ganz anderen Farbrichtung. Das ist eher so ein Rot. In der Verpackung sieht es so ein bisschen aus wie so ein
pinkrot, aber auf den Lippen ist er eher so Richtung rostiges braunrot so ein bisschen. Und auch der ist von der Konsistenz und vom Auftrag her sehr angenehm. Und finde ich jetzt vor allen Dingen im Winter, wo es ein bisschen kühler wird, sehr, sehr schön. Dann habe ich noch ein letztes Lippenprodukt. Das habe ich allerdings nicht bei Sephora gekauft, sondern bei Bloomingdale's. Und zwar gibt es dort Charlotte Tilbury. Und nachdem Leo in einem ihrer Vlogs einen Lip Liner von Charlotte Tilbury gezeigt hat, in so einem Rotton, wollte ich den unbedingt auch haben. Bin dann zum Counter und habe dann da alle Lip Liner mal geswatcht, abgesehen von Pillow Talk, über den ich ja schon 1 Million Mal geredet habe. Dann hat mir der hier noch ein bisschen besser gefallen, als der, den Leo hat. Und zwar ist das die Farbe Savage Rose. Und die Charlotte Tilbury Lip Liner sind qualitativ wirklich der Wahnsinn. Falls ihr mal die Möglichkeit habt, zu einem Counter zu gehen und die auszuprobieren, dann macht das auf jeden Fall. Die sind wirklich gut. Dann habe ich hier noch 2 Produkte von Kevin O'Quinn, was völlig bekloppt ist, aber ich bin ja ein großer, großer Fan vom Kevin O'Quinn Sculpting Powder und das habe ich bisher nur in der Farbe Medium und ich habe schon sehr oft überlegt, mir die Farbe Light zu bestellen, seit die rausgekommen ist und jetzt stand ich im Sephora davor und konnte dann nicht widerstehen, die mitzunehmen. Das ist im Winter vor allen Dingen sehr praktisch, wenn man so hellhäutig ist wie ich, weil die mittlere Version schon ziemlich dunkel und intensiv ist und ich habe es, seit ich es habe, sehr, sehr gerne benutzt. Ich habe den Kauf nicht bereut und weil ich so ein großer Fan davon war, habe ich dann noch einen etwas unvernünftigen Kauf getätigt, als Leo hier war. Sie hat nämlich diese Palette hier mitgenommen und als ich die bei ihr gesehen habe, konnte ich dann nicht widerstehen und habe die auch noch gekauft. Da ist einmal das Sculpting Powder in der Farbe Medium drin und einmal der Highlighter. Und weil das so eine Reisegröße ist, war das natürlich günstiger als die Full Size. Den Highlighter wollte ich eh schon lange mal probieren und wenn man verreist, ist es super praktisch, wenn man beides in einem hat und es ist so ein Spiegel dabei. Und ich liebe einfach diese kleinen Mini-Größen. Habe ich ja jetzt schon öfter erwähnt. Und dann habe ich noch eine letzte Sache, die habe ich nicht bei Sephora selbst gekauft, sondern auf eBay hier bestellt. Aber weil es das auch bei Sephora gibt, dachte ich mir, das zeige ich noch. Und zwar von Laura Mercier das Loose Setting Powder. Oder wie heißt es eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall von Laura Mercier das Puder. Ich habe darüber schon sehr viel gehört und wollte das einfach mal ausprobieren. Und ich habe auch nicht in Deutschland irgendein transparentes, loses Puder, mit dem ich wirklich zufrieden bin. Und weil das so oft empfohlen wurde, dachte ich mir, ich muss das mal ausprobieren. Aber um ehrlich zu sein, auch davon bin ich nicht begeistert. Also falls ihr Empfehlungen habt für richtig gute, transparente, lose Puder, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Das waren dann alle Sachen, die ich bei Sephora eingekauft habe. War ja auch definitiv genug. Falls euch interessiert, was Leo bei Sephora eingekauft hat, dann schaut mal in der Infobox vorbei. Da verlinke ich ihren Blogpost zu ihrem Sephora Haul. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!